Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Ja, und in der letzten Runde ist Wichtiges passiert. Wir gehen hier nochmal gen Norden. Erst einmal wollte ich euch zeigen, wie idyllisch es aussieht hier an der Spitze des Busens der Nopia. Schaut euch das mal an. Herrlich. Eine idyllische kleine Brücke hier über diesen kleinen Bach. Oder, naja, wie auch immer das man nennen mag, lassen wir das jetzt. Und was aber wirklich passiert ist, wir haben jetzt eine Zuckerplantage. Nicht, dass es nur Kultur bringt, es bringt auch Gold und vor allem ist das eine Luxusressource, nach der schon viele sich sehr gesehnt haben. Nicht nur im Reich der Byzantiner, sondern in verschiedenen Stadtstaaten. Und das sehen wir hier. In Zürich zum Beispiel. Einerseits sind wir keine Freunde mehr, wollten sie uns sagen, aber weil wir ihnen Zucker gebracht haben, sind die Beziehungen jetzt sehr, sehr stark gestiegen. Hervorragend. Sehr schön. So, damit bekommen wir nochmal extra Zufriedenheit und wir haben jetzt unfassbar viel Zufriedenheit. Plus 25, also wir sind mit Sicherheit, ja, das Volk mit der übergroßen, größten Zustimmung. Also die glücklichsten Menschen, die es überhaupt gibt auf Erden, leben bei uns. Ja, so ist es, wenn man unter dem Schutz der Nopia lebt. Gut, sehr schön. Und Antananarivo, mit denen sind wir zumindest jetzt ganz in ganz gutem Stand. Noch toller finden sie es, wenn wir großen Künstler haben und ein Barbarenlager zerstören. Die sind durchaus interessant für uns, weil sie Edelsteine haben. Aber unsere Zufriedenheit ist so riesig, wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Lasst uns lieber unseren Schatzhort noch weiter vergrößern. Wer weiß, wann wir ihn mal wie brauchen können. So, das ist diese Geschichte mit den offenen Grenzen, die leider beendet wurde. Naja, es ist wie es ist. Und Pelze. Dadurch bekommt Delphi ein Feiertag, das ist jetzt ein Domino-Effekt, denn wir bekommen jetzt Pelze per Handel, vermutlich durch irgendeinen Stadtstaat. War das jetzt eben Zürich? Ja, durch Zürich bekommen wir jetzt Pelze und das wiederum finden die Einwohner von Delphi toll und bekommen einen Wachstumsbonus. Ja, und die haben hier nicht sehr viel Nahrung, insofern können sie das sicher ganz gut gebrauchen. So, dann können wir noch eine Einheit befördern, das will ich auch tun. Offenes, ja, machen wir mal Sperrfeuer 2 oder Verteidigung gegen Fernangriffe. Nein, wir machen Sperrfeuer 2 und marschieren. Nein, wir können immer noch nicht hinein marschieren. Oh Mann, das dauert aber. Na los, dann werden wir jetzt aber trotzdem mutig sein und hier endlich diese Stadt direkt neben dem Barbarenlager gründen. Ein bisschen riskant das Ganze. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Wir machen es trotzdem. Wir opfern den Siedler und gründen diese Stadt. So. Ach, und das Lager ist dadurch zerstört. Und was sehe ich da hinten? Neue Barbaren. Oh mein Gott, waren die vorher schon zu sehen gewesen? Habe ich nicht darauf geachtet? Was passiert hier? Ich bin entsetzt. Wir können gleich angreifen. Aber sie könnten, ich weiß nicht, aber sie müssen über den Berg. Das heißt, sie können, glaube ich, nicht in einer Runde dort sein. Insofern können wir die Stadt verteidigen. Oh Mann, was für ein Auftakt für diese Stadt. Und einen Namen will ich vergeben. Und ich habe mich entschieden für folgenden Vorschlag, eine leichte Abwandlung dieses Vorschlags. Und zwar Heliopolis möchte ich diese Stadt nennen. Aus folgendem Grund, die Geschichte dazu gefällt mir ganz gut. Dies ist ja das Abendmeer und hier haben wir das Immernachtsland. Und das ist ja gewissermaßen unsere erste Besiedlung eines anderen Kontinentes, unsere erste Kolonie. Und wir bringen nun das Licht der Nopia, in dieses dunkle, düstere Land. Und deshalb Heliopolis. Das ist die Idee dahinter. Und wir können dann auch gleich mal diesen Hinweis löschen. Jawohl, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt schießen wir aber gleich mal ein bisschen
auf die Bogenschützen, dass sie wissen, was ihnen hier droht, wenn sie sich Heliopolis nähern. So, und was bauen wir denn hier in dieser schrecklich unentwickelten Stadt? Wie immer am Beginn ein Schrein, denke ich, damit die Stadt wachsen und gedeihen kann. Und na, eigentlich hätte man direkt mal hier unten weitermachen können, indem man beginnt, mit dem Bautrupp zu arbeiten. Und vielleicht, indem man gleich Pferde. Ja, das bringt dann auch gleich nochmal Produktion. Das ist ganz gut, denke ich. Lasst uns hier eine Weide errichten. Und hier haben wir einen Langschwertkämpfer, der gleich helfen kann. Ich weiß gar nicht, wollen wir schon an Land gehen mit ihm? Nee, obwohl, dann kann er uns abschießen hier auf dem Boot. Das wollen wir nicht. Dann gehen wir doch lieber an Land. Oh ja. So, jetzt aber hierhin. Ein Missionar, den wir auf jeden Fall weiter in diese Richtung schicken werden. Hier sind wir ja gerade mit Missionaren. Ich denke mal, Melbourne ist das nächste Ziel. Und wir machen das aber so, dass wir nicht... Kann man hier Wegpunkte setzen? Ich weiß das gar nicht. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, gar nicht gesendet. Schicken wir ihn erstmal dorthin. Ich will so viel wie möglich, so wenig wie möglich Gebiet betreten. So, und hier ist unser Arbeiter, der die Plantage gebaut hat. Ich denke, wir werden hier eine, können wir hier eine Farm errichten. Ja, machen wir das mal hier im Schwemmland. Und dann bauen wir da noch eine Mine und dann sind wir hier mit dieser Stadt ganz gut am Start. So, das waren die, die hier die großen Erkunder sind. Hier gehen wir... Oh nein! Wir kommen hier überhaupt nicht hindurch. Das Gebirge ist sowas von undurchdringbar. Es ist ja unfassbar. Wir wollten hier unten zu den Irokesen, aber wir kommen nicht dorthin. Nun gut, dann eben hier weiter. Sehr schön, das ist möglich. Was sehen wir hier? Eine Triere aus Antwerpen und auch hier. Doch, wir können dorthin fahren. Meine Herren, hochzivilisierte Landschaften. Das ist ja überhaupt ein Kontinent, der schon voller Städte, voller urbanen Lebens ist. Viele Fraktionen, ich glaube 4 Fraktionen und viele, viele, viele Stadtstaaten auf diesem Kontinent. So, das waren die, die sich etwas zurückgezogen haben. Wir werden jetzt hier die Pikiniere behaken. Müssen wir überlegen, am welchen Zeitpunkt wir dann hier zurückkehren. Ich denke, naja, einmal lassen wir sie noch schießen. Dann kehren wir zurück. Wir warten hier mit diesen. Und hier können wir tatsächlich vom Boot aus die Religion verbreiten. Das machen wir. Und Singapur ist damit nopistisch. Und ich denke, sie sind auch so weit überlegen nopistisch, dass wir weiterfahren können. Und auch die fahren dann schon mal nach Melbourne. Aber bitte erstmal hier von dieser Seite heranfahren. Okay, damit geht es schon in die nächste Runde. So, ich denke, die Straße macht hier auch ganz gute Fortschritte. Ja, hier gibt es gleich einen Lückenschluss. Von unten wird es noch etwas länger dauern. Oh ja. Es muss hier tatsächlich direkt eine Straße noch durch die Festung gelegt werden. Und was haben wir hier? Unser Missionar. Die Bewegung wurde abgebrochen. Das ist schade. Dann setzen sie nochmal fort. So. Lasst uns erstmal diese... Oha! Das wird ja immer... Das wird ja immer gefährlicher hier unten. Hier scheint tatsächlich ein Barbarendorf zu sein. Oh Gott. Also jetzt erstmal schnell in die Stadt zur Verteidigung dieser. Das wird hier doch nochmal eng. Wer hätte das gedacht? Wir können aber... Ich denke mal, wir erledigen... Ne, wir können mit denen jetzt nicht angreifen. Wir müssen uns in Bereitschaft setzen. Wir können erst in der nächsten Runde angreifen. Ach Gottchen. Naja, ich denke nicht, dass sie gewinnen werden. Wir haben ja hier auch unsere supermächtigen Langschwertkämpfer, die wir noch nicht dorthin bringen können. Dann bringen wir sie erstmal hier hin, zu den Pferden. Können sie diese schon mal kennenlernen? So, Vancouver.
Oh, wenn wir Pferde an unser Handelsnetz einbinden, werden sie uns belohnen. Na, das ist ja hervorragend. Okay. Wo liegt Vancouver nochmal? Ah, hier oben, noch ganz unentdeckt. Alles klar. So, in Delphi kann gebaut werden und wir haben gesagt, wir wollen hier unbedingt die Universität bauen. Und 12 Runden, finde ich, ist auch ganz annehmbar. Lasst uns mal schauen, haben wir hier eigentlich, wir haben den Produktionsfokus. Alles klar, aber natürlich, natürlich ist der Hort der Erleuchtung. Hatte ich schon erwähnt, dass ich das umbenannt habe. Auf Hort der Erleuchtung, nicht mehr Berg der Erleuchtung. Ja, natürlich ist dieser besetzt. So, und auch hier ist die Werkstatt beendet und auch hier werden wir die Universität bauen. Und wenn wir das geschafft haben, in diesen beiden Städten, dann ist auch diese Mission, dieser Auftrag, den die geschätzten Oligarchen gegeben haben, erfüllt. Ach so, wir können deshalb nicht rein, weil da eine steht. Ja, dann logisch. Dann wäre es vielleicht sogar besser gewesen. Ah, das war ein kleiner Fehler. Wir hätten die da reinziehen sollen. Die haben natürlich eine weitaus höhere Verteidigungsfähigkeit. Egal. Müssen wir hier über die Berge gehen. Hilft nichts. So, und hier. Wir gehen mal in dieses Tal der Pferde hinein. Vielleicht kommen wir dort weiter. Oh ja, es ist ein Pass. Wir kommen hier durch. An der Hauptstadt Jakarta, der Indonesier, vorbei. Und hier würde ich ja gerne nochmal reinschauen, aber das ist besetzt und wir müssen tatsächlich hier in Antwerpen vermutlich einen Zwischenstopp machen, was die gar nicht leiden können. Oh! Te saluto. Augustus, Imperator et Pontifex Maximus Romae. Si tu es Romae amicus, es gratus. Alles klar. Der klingt nicht wie Cäsar, der klingt irgendwie wie ein Papst. Aber wer weiß, was der für einen Glauben anhängt. Fürst Augustus, Cäsar von Rom. Ist das jetzt die letzte Fraktion? Ich habe das gar nicht, ehrlich gesagt, im Blick. Hochinteressant. Wir werden mal... Ja, was werden wir tun? Eddie. Oh, sie haben Trüffel. Hervorragend. Müssen wir uns merken. Wir brauchen sie jetzt nicht. Wobei, also Luxus zu haben, ist immer gut, ne? Ich denke mal, wir sollten erstmal Botschaften austauschen. Offene Grenzen. Achso, dazu brauchen wir erstmal eine Botschaft. Ja. Prima. Consentio. Okay, damit ist er einverstanden. Procede. Da wird Zeit, dass wir nochmal neues Gewürz erschließen, damit wir weiter Handel treiben können. Offene Grenzen, da bin ich ja auch immer Freund von. Fragen wir ihn mal. Wie? Ach so. Nee, andersrum. Wir wollen das haben. So rum. Ja, das Kerto funktioniert non. Nicht. Das will er nicht. Das will Kerto er nicht. Non. Hat er irgendwas zu verbergen? Das ist merkwürdig. Wir könnten natürlich die Trüffel auch kaufen. Silber gegen Trüffel. Aber Silber haben wir auch nur einmal. Das ist ein doofes Geschäft. Werden wir ihm mal... Was meinst du? Vorschlagen. Inakzeptabel. Na los, dann bieten wir 7. Ich weiß, das ist jetzt Unsinn. Wir haben so viel Luxus, aber Luxus können Byzantiner nie genug haben. Okay, das will er nicht. Dann machen wir das natürlich nicht. Hatte er nicht 2 Trüffel? Hat er. Will er trotzdem nicht. Vermutlich hat er Gold auch genug. Dann eben nicht, mein werter Cäsar. Ich weiß noch nicht so recht, was ich von dir halten soll. Und wo befindest du dich? Da oben ist Rom. Etwa auch noch Teil dieses riesigen Kontinentes. Meine Herren, ich bin schwer beeindruckt. Aha, und die Römer haben tatsächlich den Hellenismus für sich entdeckt. Faszinierend. Wir schauen mal in die Demografieübersicht. Und wir sehen, dass wir gut dastehen, außer im Bereich Alphabetisierung. Da hinken wir direkt hinterher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, damit sind jetzt nun alle Fraktionen aufgedeckt. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und die Römer sind durchaus mächtig. Wenn wir diese Punktewertung hier mal als Maßstab nehmen, sind die Irokesen, wir, die Römer und die Holländer die mächtigsten Zivilisationen dieser Erde. So, kommen wir hier vorbei? Nein, wir müssen tatsächlich hier in Antwerpen stoppen. Wie gesagt, das finden die nicht so toll, aber es hilft nichts.
So, wir wollten hier weiter beschießen. Und dann, glaube ich, ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns mal... Das ist hier eine aufwendige Aktion, muss ich mal sagen, dass wir diese blöden Barbaren loswerden. Aber so ist das eben. Na, da haben wir noch eine Einheit, die wir vergessen haben. Wie... Ihr solltet doch bauen. Ist das irgendwie abgebrochen worden? Vermutlich durch den Gegner in der Nähe? Ich weiß es nicht. Weideland errichten, bitte. Weitermachen. Jetzt aber in die nächste Runde. Und ich bin gespannt. Werden wir hier durch diese Barbaren angegriffen? Können sie über diese Hügel hinweg schießen? Ich vergesse es jedes Mal wieder. So, was möchte er denn hier? Die Holländer. Seine Unstimmigkeit mit Augustus Caesar sind unerträglich geworden. Das Problem kann nur auf dem Schlachtfeld gelöst werden. Im Namen unserer Freundschaft. Welcher Freundschaft? Schließt ihr euch mir an? Nein, also auf keinen Fall. In diese Händel wollen wir uns nicht einmischen. Tut uns leid, aber daran haben wir kein Interesse. Auch wenn uns dieser Caesar nicht sehr sympathisch ist. Aber trotzdem, das ist jetzt nicht der Moment dafür. Ich denke, ihr stimmt mit mir in diesem Punkt überein. Wenn nicht, könnt ihr das bei der nächsten Debatte natürlich zur Sprache bringen. Was passiert denn hier? Was war das? Kysil. Ach so, wir haben damit nichts zu tun. Ich war schon erschreckt. Ich dachte, wir auf dem Mittagssee werden möglicherweise angegriffen. Da fällt mir ein, vielleicht sollten wir überhaupt mal unseren Speer dort beobachten, der im Inkerland unterwegs ist. Den wir da irgendwie losgeschickt haben. Wo war denn das nochmal gleich? Ich sehe hier auf der Weltkarte auch nicht mehr ganz durch. Wo ist der Mann? Doch! Doch! Tatsächlich! Das hat doch mit uns zu tun. Wir werden hier von See aus angegriffen. Was ist denn das für ein Mist? Ja, ja, er nimmt jetzt den großen Umweg. Ich denke, wir sollten nochmal mit den Inkas verhandeln. Das kann doch nicht sein, dass sie die offenen Grenzen uns nicht ermöglichen. Keine Möglichkeit. Er will das nicht. Ich bin wirklich empört. Ja, dann sollten wir irgendwie kontrolliert hier doch das Weite suchen. Das sind indonesische Trieren. Das ist nicht ganz so schlimm. Okay. So, wir können erstmal hier einen Fernkampfangriff durchführen. Die Frage ist, gegen wen? Vielleicht gegen die Truppe hier. Die scheint mir jetzt noch am gefährlichsten. So, da muss man ja mit Linksklick agieren. Auch immer etwas gewöhnungsbedürftig. Und die Kompositbogenschützen werden jetzt hier diese letzten erledigen. Und die Schwertkämpfer stellen sich diesen hier in den Weg. Und dann wird das nächste Mal kurz ein Prozess gemacht. Ich frage mich bloß, wo kommen die her? Vermutlich noch aus dem alten Dorf? Haben sie sich hier versteckt? Wir wissen es nicht. So, Kysil erbittet unsere Hilfe. Das ist zu weit weg, soweit ich weiß. Ja, und wir sind in Antwerpen eingedrungen. Ich weiß. Wir suchen hier immer noch einen Weg um das Gebirge herum und es gelingt uns nicht. Das ist so mächtig. Wir kommen nicht ins Gebiet der Irokesen. Wahnsinn. So, jetzt aber hinaus erstmal aus antwerpischem Territorium. Wir müssen hier zwischenstoppen, weil wir hier nicht weiterkommen. Es wird Zeit, dass wir endlich auf hoher See segeln können. Das wird wirklich Zeit, Leute. So, jetzt werden die Pikiniere weiter beschossen. Und ich denke, jetzt sind die Gegner so schwach, dass wir mit ruhigem Gewissen und diesen sowieso heldenhaften Speeren, die aber nicht das gleiche nochmal erleben wollen, hier den Pikinieren entgegentreten. Okay, wir gehen nochmal in die nächste Runde. Oder? Nein. Warum dieser liebe Bautrupp, warum brichst du das immer ab? Weil du Angst vor den Gegnern hast? Möglicherweise. Und der Missionar, der hat auch abgebrochen. Was ist hier los mit euch, Leute? Es ist ja nicht zum Aushalten. Hier sollt ihr hin. Oder dort. Dann fahrt bitte so.
Okay. Also jetzt. Auf in die nächste Runde. Ein schwer angeschlagenes Boot der Irokesen macht sich auf in die streitenden Lande. Unsere Freunde. Und Hiawatha hat das Zeitalter der Renaissance erreicht. Und was kommt hier? Kommen hier indonesische Boote? Ja, jetzt werden hier tatsächlich unsere Ritter angegriffen. Aber die sind natürlich chancenlos, liebe Freunde, chancenlos. So, aber diesen Kampf, diesen endgültigen, vernichtenden Kampf gegen diese barbarischen Kompositbogenschützen, den werden wir in dieser Folge nicht mehr erleben. Nein, das werden wir das nächste Mal tun. Ja, und dann werden wir auch den Bau der nächsten Universität erleben. Hier weiß ich nicht, ob wir das schaffen, 10 Runden, aber Philadelphia sollte dann soweit sein. Und ich hoffe, dass unser Volk dann doch etwas gebildeter wird mit der Zeit. Da hängen wir doch in der Tat sehr weit zurück. Gut, mit diesen Aussichten beende ich diese Folge und ich freue mich auf die nächste. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.